Hi YouTube und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir spielen heute eine Demo und zwar eine Demo von Dual Corp. Das Game ist gerade frisch in der Alpha und die haben dazu eine Demo, haben die auf Steam gedroppt. Und das Game ist vom Team Dream Effect Entertainment gemacht worden. Also es ist noch nicht fertig, wie gesagt, es ist noch in der Alpha, wie man unten rechts sehen kann. Das ist die Alpha-Version 0.0.3. Und dieses Game ist das allererste Game, was sie wirklich zusammen kreieren. Deswegen finde ich das sehr cool, dass sie jetzt hier die Demo gedroppt haben. Die posten noch sehr viel zu dem Entwicklungsfortschritt auf Twitter. Und ich würde einfach sagen, und das Game ist ein 3D-Pixel-Art Dark Souls. Also das hat auf jeden Fall einen eigenen Stil gefunden. Und ich bin einfach gespannt, wie das Game an sich einfach aussehen wird, wie es sich schon spielen wird. Und deswegen gehen wir erstmal auf New Game. Oh, und wir können unseren Charakter erstellen. Oh, Voice Female? Oh, Name. Okay. Unseren Namen können wir, glaube ich, noch nicht ändern. Okay, mal gucken. Unser Name ist Alpha Tester. Okay. Also man sieht schon ein bisschen so, es hat diesen Dark Souls-Anfang auf jeden Fall. Und die Musik ist voll krass vom Main-Menü. Das sage ich jetzt schon. So, Body-Type. Ey, guck mal, wie das 3D-mäßig aussieht. Das ist ein 3D-Pixel-Art. Das ist so cool. Okay, die Haare. Boah, die sieht krass aus. Oha, okay. Ich finde, die Haare sieht cool aus. Die nehme ich. Body-Type 2 finde ich cool. Boah, das ist ein riesiger Kopf. Den lassen wir mal auf Default. Okay, und die ganzen Einstellungen hier, die kommen erst noch. Oh, es gibt hier eine Priesterklasse mit... Oha, okay. Assassin, Ranger, Mage, Paladin und Knight ist erstmal gerade die Klasse, die wir, glaube ich, spielen können, oder? Ja. Klasse können wir gerade... können wir erstmal nur die Ritterklasse spielen. Okay, ich würde sagen, wir confirm. Story, Intro, Placeholder. Okay, also Intro kommt noch. Das Game ist gerade noch recht frisch in der Alpha, wie gesagt. Und ich finde es cool, dass sie eine Demo dazu droppen. Boah, das hat so richtig diesen Dark Souls, diesen düsteren Dark Souls Vibe. Das ist voll cool. Night's Rest. Oh. Also das Game sieht smooth aus. Oha. Okay. Boah, die Soundeffekte sind laut. Warte mal, lass mich mal kurz. Also das Game ist sehr stark. Es ist sehr stark an Dark Souls angelehnt, was ich echt cool finde. Boah, cool. Okay, also ich bin schon mal baff, so wie sie das geschafft haben, so eine Art Pixel-Art 3D Dark Souls zu machen. Gibt's auch eine Rolle? Tatsache. Ey, wie cool ist das denn? Also wenn sie in dem Game weiterentwickeln, dann könnte das Game auf jeden Fall groß werden, habe ich das Gefühl. Boah, krass. Ich weiß aber gar nicht, wie lange die an dem Game hier schon sitzen. Okay, press a tag. X, Y, B. Warte mal, sind das verschiedene Tags? Das ist normal? Also der greift auf jeden Fall anders an. Oh, musst du so kombinieren? Also wir sehen auf jeden Fall unten links, dass da noch ein paar Slots an sich frei sind. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir später irgendwie Fähigkeiten bekommen oder sowas. Press to lock and unlock target ally enemy. LS oder LS? Unser erster Gegner. Hallo. Wait, bist du so ein Dummy? Oh, der greift noch. Okay. Hey, krass. Also, auch wie schön. Das gibt mir voll so Octopath Traveler Vibes. Auch wenn es 3D ist. Aber es ist jetzt schon hübsch. Hold to block RT plus die Attack-Taste. Warte mal, RT? Oh, so stecken wir. Oh. Okay. Warte mal, wir holen es mal raus. Ist das blocken? Ich hab das Gefühl, das ist eher so ein Charge. Ne, okay, so blocken wir. Tatsache. RT plus X. If you parry at the right time, the enemy will lose a lot of energy. When the enemy has no more energy, he will stagger. Oh, okay, das ist ein Counter. Das ist kein Block. Das ist so zum Parryen. Ach, krass. Okay, ich will gucken, was hier noch ist. Ob hier noch irgendwas Wichtiges ist. Tatsache. Guck mal. Knight Armor. Okay, wo kann ich... Equip? Equipment. Nee. Oh, hier ist die Armor.
So. Haha. Let's go. Und du verlierst auch sehr viel Ausdauer. Holy. Können wir sprinten? Nee, also bis jetzt glaube ich nicht, dass wir sprinten können. Bist du ein Gegner? Hi. Boom. Boom. Lassen die auch immer was droppen? Nee, ich glaube nicht. Aber wir sehen unten rechts so solche Punkte. Ich glaube, die brauchen wir so zum Upgraden. Ich will mal den Parry probieren. Oh, aua. Hey, hey, hey. Wow. Wait, ich bin gerade gesprintet. Oh, wir können doch sprinten. Aber ich kann nicht mehr... Oh, wie cool. So habe ich also geblockt. Okay, okay. Doch, sprinten können wir. Hä, und das voll schnell. Ach, ein Item? Oh, okay. Ach, die Items sind da oben links. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist so ungewohnt. Guck mal. Batz. Zwei auf einmal. Okay, also das hat... Ich bin ehrlich, das Game hat voll Potenzial. Jetzt komme ich aber da nicht hoch. Hm. Guck mal, hier sind noch zwei von solchen Zombies. Schön. Aber in den Kisten war bis jetzt nie wirklich was drin. Oh, wer ist das denn? When you are in the air, you can press attack from any direction to perform a critical fall attack. Oh, also wie in Dark Souls 3. So, da gab es auch im Tutorial, da gab es so eine Stelle, wo du runterfallen konntest und dann batz, direkt attacken konntest. If you are behind an enemy or the enemy is staggering, you can perform a critical strike by pressing attack from any direction. Nein, wir können uns so ran sneaken. Okay, warte. Und dann kommt so eine Backstep-Animation. Warte. Oh, habe ich es falsch gemacht? You can perform a critical strike by pressing attack from any direction. Hm, also vielleicht hat es funktioniert und es gab noch keine Animation dazu. Press to perform an ability. Some obstacles can only be overcome with the help of abilities or items. Oh, hier ist die Ability. Jetzt. Ja, jetzt haben wir die. Attack Power. Charge. Okay, so haben wir es equipped. Die Symbole könnten die eigentlich, du siehst ja so ein weißen kleinen Symbol. Ich finde, das sollte man ein bisschen übersichtlicher machen. Also generell das Menü einfach größer, weil das sieht mir ehrlich gesagt zu klein aus einfach. Ich muss da richtig meine Augen nutzen. Oh, das sind Fallen. Oh. Ich sprint einfach durch, I guess. Wait. Nein! Nein! Aua! Oh nein! Okay, warte, wie heile ich mich nochmal? So. Oh, okay. So ist die Falle jetzt. Okay, die Falle ist jetzt aus. Oh mein Gott. Aua. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Was ist das denn? Sind das Kerzen? Nein! Ist das ein Bonfire? Nein! Wie cool! Ey, die haben sich ja voll an Dark Souls orientiert. Das ist. Ey, das brauchen wir öfter. Und das ist voll krass. Noch ein paar Kisten. Oh, der Gegner sieht krass aus. Boah, der hat dick Armor. When you have multiple weapons equipped, you can scroll through the weapons. Ja, okay, ich habe gerade nicht mehrere Waffen. Boah, der sieht krass aus. Okay, Oh, meine Stamina. Ich muss aufpassen auf meine Stamina. Oh mein Gott. Alter, hat der eine Range. Was? You died. Geil. Also die Schrift hätten sie auch ein bisschen rötlich machen können. Das war mir zu dunkel, ich konnte die Schrift kaum lesen. Oh, der ist krass. Okay, warte, ich muss... So block ich. Dude, hä? Oh mein Gott, bitte chill einfach kurz. Okay. Alter, was hast du für eine Range? Okay, ich muss mich hier hin. Okay, der macht immer zwei Angriffe. Oh nein. Oh! Alter! Curved Blade?
Jetzt haben wir eine Waffe, eine richtige Waffe bekommen. Equip? Wie equip ich die jetzt? Naja, das ist besser. Ich nehme mal das hier. Oh, das ist ein richtiger Zweihänder, oder? Oh, krass. Oh, hier geht's hoch. Warte mal, hier ist ein Item. 100 Seelenpunkte. Was ist das? Weiß man, was das ist? Ich nenne es einfach Seelenpunkte. Hier waren wir vorher und wir konnten an das Item nicht ran. Okay. Hey, krass. Ach, die Gegner respawnen ja, weil wir uns ja bei dem Bonfire, bei diesen Kerzen ja ausruhen. Müssen aber auch ein bisschen auf meine Stamina achten. Ich frage mich, ob wir bei unserem Rastpunkt, ob wir uns schon irgendwie leveln können, also unsere Stats upgraden können. Oh, ist noch ein Item. Night Steel Shard. Nee, bis jetzt kann ich mich nur TPen. Vielleicht kommt das ja noch. Wer weiß. Oh. Oh, das sieht mir sehr nach einem Bossfight aus. Oh, die Musik ist schön. Oh, sie hat gesungen. Oh. Hey, Lassie. Wer ist das? Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab mit der Musik? Hä, wie krass ist die Musik? Hä, wow, 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 wow. Wow. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Hey, die Musik ist krass. Alter, macht der einen Schaden. Hä? Okay, ich habe jetzt nicht mit so einem krassen Banger gerechnet in der Alpha. Holy. Okay, ich bin beeindruckt. Und hier so eine Wall, wie in Dark. Ey, das ist so cool. Dass sich ein Team jetzt mehr an Dark Souls orientiert, Mann. Das ist so geil. Oh, der fühlt sich aber auch ein bisschen schwach. Okay, ich muss blocken, glaube ich. Es gibt Momente. Es gibt Momente. Okay, du musst richtig parryen können. Ich sehe das richtig. Du darfst dich nicht nur auf das Rollen verlassen. Oh, ich glaube, ich habe das System langsam. Oh, ich muss weg. Okay, healen. Okay, ganz ruhig. Okay, aber kann ich das parryen? What? Aber ich sehe, wie die HP-Bar ein bisschen braucht, bis die runtergeht, nachdem ich einen Hit bekommen habe. Also das ist sehr delayed. Was nicht so geil ist. Boah. Ich muss echt aufpassen, Alter. Vor allem mit dem Heal. Okay. Und jetzt Waffe wegstecken und renn einfach. Renn! Oh. Oh. Hä, der greift dreimal an. Okay, wie krass ist der denn? Aber was mache ich denn gegen diese Stechattacke? Oh mein Gott, das war strong. Warte, ich heil mich. Ich heil mich sicherheitshalber. Und jetzt einfach rennen, 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 rennen. Dodge! Oh, der greift ja dreimal an. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Der greift dreimal an. Oh, ich hab ihn.
Ich habe ihn! Ist er tot? Ich habe ihn! Er ist nicht tot, aber er ist davon geflogen. Oh mein Gott, let's go! Oh, er hat ein Item fallen gelassen. Of Eternity? Okay. Ich guess, das Item wird später wichtig. Oh mein Gott, ein richtiges Dorf. Press to draw or put away your weapon. Achso, ja, das haben wir eh schon rausgefunden. Hideout. Hallo. Kann ich die Kisten hier kaputt machen? Tatsache. Hallo. Und mit der Rolle natürlich auch. Warte, ich pack die Waffe lieber weg. Ich will nicht. Oh, wie cool. Oh. Guck mal, wie es hier richtig reinscheint. Hallo. Mr. Meyer? Talk. You're not soulless, are you? No, no, you come from far away. Remarkable. I may be a small merchant, but my goods have the best quality. Bye. Oh, eine Axt, ein Dagger und ein Holzschild. Ja, ich nehme lieber ein Holzschild. Ein Schild habe ich gebraucht, ey. So. Ey, wie cool. Oh. Warte. Und jetzt parryen tue ich. Oh, weil ich einen Zweihänder hab? Nee, hä? Immer noch dasselbe. Wie nutze ich jetzt mein Schild? Ha, vielleicht kommt das noch. Ich weiß gerade nicht, wie ich mein Schild wirklich nutze. Und wenn ich es erstmal nicht weiß, dann stecke ich es erstmal weg. So. Hallo, Schmied. Welcome to the hideout. I am Blacksmith. I take care of the equipment after all. That is the task of a Blacksmith. Upgrade Weapon. Ich kann es richtig upgraden. Ja, gib mal her. Ey, dankeschön. Jetzt wäre so ein Rastpunkt wäre halt geil. Ob ich irgendwo chillen kann oder so. Oh, hallo? Hi. Elaine. Ah, the wait is over. I am Elaine, High Priestess of the Cathedral. Allow me to speak frankly. You're going to need some assistance, as I will need your assistance. Allow me to come with you. Okay, follow me. Habe ich jetzt einen Maid? Oh, ich sehe sogar ihre HP-Bar. Kommt sie mit? Okay, sie kommt nicht mit. Sie bleibt da stehen. Gut. Finde ich auch gut. Oh? Oh, das Mädchen. Hallo? His weakened soul was your good fortune. Now you are my jailer and the vial is yours. I am bound to it and will serve you as long as you hold my cage in your hands. Oh, Seraphine, mit ihr kann ich hochleveln. Dann level ich lieber, meine Stamina, bin ich ehrlich. Oh, fürs Hochleveln brauche ich 131. Oh, okay, okay. Und ich habe 40 davon. Ah, das ist cool. Oh, voll sweet. Hier komme ich wieder raus. Oh, das sieht so gut aus, dafür, dass es so pixelartmäßig ist. Ich bin sehr beeindruckt. Oh, ein Restaurant. Hallo, Natascha. The silence in the forest. Have you noticed it? Ich hätte eher gern was zu fooden, weil ich bin mega erschöpft. Oh, geht's hier weiter? Oh, jetzt bin ich... Oh, krass, ich komme hier überall wieder hier raus. Dann gehe ich mal weiter. Also ich sehe die HP-Bar von dieser Elaine, aber sie verfolgt mich nicht so wirklich. Silent Whisper Woods. Oh, wieder so ein Nightsteel Shard. Oh, meine, dass ich mit diesen Shards gerade meine Waffe auch upgraden konnte? Oh, da ist sie. Hi. Oh, cool. Sie fightet jetzt mit mir. Also ich frage mich halt, ob, wenn Elaine stirbt, ob sie permanent verschwindet oder nicht. Was war das? Oh, hi. Nein, Elaine! Oh! Okay, du hast ihn zerfetzt. Tut mir leid, ich habe nichts gesagt. Hey, krass. Vor allem richtig gut geparried und alles. Ui, oh, Magier. Ei. Okay, ich bin auf jeden Fall schlechter als Elaine. Oh mein Gott, sie heilt mich. Ey, sie carried mich. Ich hab deinen Rücken. Oh, keine Sorge. Ey, let's go, Alter.
Oh, der hat einen Bogen. Huh. Ui. Huh. Ich leg ab. Du greifst an. Warum willst du einen Pfeil parryen? Greif ihn an. Das war's mit ihm. Oh, gib mir den Bogen, Alter. Warte, wo kann ich den equippen? Jetzt ist die Frage, wie nutze ich jetzt meinen Bogen? Ah. Okay, aber ich glaube, ich habe noch keine Pfeile. Deswegen behalte ich es erstmal. Okay, der hat ein Schild. Ich halt mit. Ah. Nein, sie ist tot. Oh mein Gott, ist sie jetzt permanent tot? Oh mein Gott, nein. Ich bin tot. Nein. Es ist so schwer zu kontrollieren. Oh, sie ist wieder da. Okay, cool. Okay, aber Freunde, ich weiß nicht, wie lange das Game hier an sich noch geht, aber damit ihr selber die coole Experience haben könnt, es gibt das Game unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das kann man auf Steam einfach for free spielen, die Demo. Ich finde es bis jetzt, wow, also wenn das Game komplett fertig ist, hat das mega viel Potenzial. Ich bedanke mich an alle, die bis hierhin zugesehen haben und schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Game gefällt. Also ich finde, wie schon vorhin gesagt, ich finde das Game hat unnormal Potenzial, wenn sie viel Zeit reinstecken, viel Liebe. Also man merkt richtig, dass sie sich an die Souls-like-Games orientiert haben, was mega cool ist. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr auch keine Videos mehr verpassen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye!